Was geht ab, meine Freunde? Olaf hier von Gameflare mit der Yvonne. Hi. Willkommen zu einer neuen Episode Testesser. Wir reden über Borderlands 2 VR. Das Spiel, das normale Spiel, sage ich jetzt einfach mal, kam 2012 raus. Wir werden hauptsächlich darüber sprechen, wie es auf die VR umgesetzt wurde. Es wird auch keine Story-Spoiler geben, also keine Sorge. Von daher, bevor wir damit starten, einmal ganz kurz unten abonnieren, kommentieren, liken, hilft uns immer weiter. Also, legen wir los. Pandora, ich weiß, dass du Bock hattest, da einzusteigen, was VR-Erlebnis angeht. Wie waren für dich die Optionen, was Bewegung angeht? Es ist ja so, dass manche mit Teleportation arbeiten, manche arbeiten halt mit anderen Mechaniken. Wie sieht es bei Borderlands 2 aus? Also Borderlands 2 könnt ihr entweder mit dem normalen DualShock-Controller spielen oder mit eurem Move-Controllern. Natürlich habe ich erstmal mit dem Move-Controller angefangen, weil das auch das naheliegendste war, um sich wirklich in der Pandora-Welt fortbewegen zu können. Und ich habe halt dann bei darauf geachtet wurde, dass man zwei Move-Controller hat, auch den Gunsurker genommen, weil ich dachte, ja, bei dem Ulti schießt er dann mit zwei Waffen. Und ja, also ich muss sagen, am Anfang, es gibt Option über Option über Option. Es gibt eine Gunsillion von Guns, es gibt aber auch eine Billion von Options, sage ich mal. Kommen wir erstmal zu Move-Options. Ihr könnt da wählen zwischen Teleportation und ihr könnt auch den Radius wählen, wie weit ihr euch nach rechts oder links drehen wollt mit einem Buttonklick. Ihr könnt wählen, wie schnell das funktioniert, wie schnell ihr euch bewegt, wie schnell ihr euch dreht. Alles ist alles euch überlassen. Ihr müsst aber selbst gucken, welche Optionen am besten zu eurem Spielstil, den ihr am liebsten spielt, passen. Weil am Anfang, ich musste halt erstmal den schwarzen Rahmen für die Motion Sickness, darauf komme ich gleich nochmal, rausnehmen. Und dann bin ich halt ins Spiel gekommen und hatte meine ersten Fights und ich dachte mir so, hu, ich bin langsam und ich war nicht so agil, wie ich es gerne wollte und hatte wirklich Probleme mit den Gegnern und war ich fast immer nur am Rumdrehen. Und man sollte es wirklich am besten im Stehen spielen, weil im Sitzen arbeitet man sehr viel aus dem Nacken raus und nach ein paar Stunden kann das halt ein bisschen Schmerzen geben. So, bei manchen Einstellungen könnt ihr euch teleportieren, aber nicht springen, was in Borderlands ein ganz großer Nachteil ist, um an Lootboxen zu kommen. Also da müsst ihr euch wirklich mindestens wahrscheinlich eine Stunde Zeit nehmen, um eure Move-Controller-Option zu finden. Ich muss leider sagen, ich habe den Fehler gemacht und habe so nach 10 Spielstunden mal auf den DualShock-Controller gewechselt und man merkt einfach, dass das Spiel damals auf der PlayStation 3 für diesen Controller konzipiert wurde. Ich aime mit meinem Blick, ich aime dahin, wo ich hingucke. Am Anfang war das ein bisschen komisch für mich, aber ich war da ganz schnell drin und jetzt muss ich halt sagen, ich möchte nicht mehr mit den Move-Controllern spielen, sondern nur noch normal mit dem DualShock. Okay, also so wie ich es raushöre, wie du schon gesagt hast, sind die Tiefe, was die Optionen angeht, sehr, sehr tiefgehend und dass jeder da seine Optionen findet, sage ich jetzt einfach mal. Also das hört sich eigentlich sehr positiv für meine Belange an. Absolut positiv, auch mit dem Move-Controller. Ihr könnt richtig so die Waffe hoch und hin und her halten. Das könnt ihr mit dem DualShock zum Beispiel nicht. Aber für mich sieht man das dann auch, wenn ihr die Waffe hin und her hält, das ging ja früher nicht, sieht man dann bei den Waffen auch die andere Seite mal? Weil früher bei der PlayStation 3 habe ich ja immer nur die eine Seite ja, der Waffe. Ja, genau, das seht ihr jetzt auch. Also okay. Ihr könnt die komplett bewegen. Das ist halt ganz cool. Das einzige Manko, was dabei halt dann so ein bisschen ist, die Waffen kommen mir unglaublich riesig und lang vor. Also gerade die Sniper, da habe ich immer das Gefühl, ich müsste quasi nach vorne kippen. Okay. Aber es ist halt natürlich cool, die Waffen dann mal so wirklich drehen zu können und inspizieren zu können, ganz klar. Also du hast schon gesagt, du würdest eher mit dem Controller spielen, anstatt mit dem Move-Controller? Ja, das ist aber einfach meine persönliche Präferenz, weil ich fühle mich da schneller. Ich habe mit dem Move-Controller, obwohl ich es wirklich lange versucht habe, einfach für mich keine Option gefunden. Und ich wollte halt einfach wirklich spielen. Ich wollte ein paar Skeks töten, ein paar Bully-Monks. Und dann habe ich gesagt, ja, spielst du erstmal so eine Stunde oder zwei den normalen Controller. Ja, und jetzt komme ich gar nicht mehr von dem weg. Aim-Controller ist nicht unterstützt, richtig? Leider nein. Okay, siehst du das als verpasste Chance? Oder siehst absolut. Du? Okay. Es ist absolut eine verpasste Chance, weil man hätte den Gunsurker zum Beispiel auch ändern können mit der zweiten Waffe, dass man eine automatische Handfeuerwaffe dann hat oder ähnliches. Einfach die zweite Weapon da reintun und dass sie einfach automatisch schießt, wohin sie kann. Okay. Weil ich bin großer Fan von dem Aim-Controller und es ist halt ein cooles Gefühl und der Aim-Controller beinhaltet alle Knöpfe, die der normale DualShock auch hat. Und damit hätte es sich für mich einfach wieder ein bisschen besser und agiler angefühlt. Okay, grafisch gesehen, es ist ja schon ein bisschen älteres Spiel, jetzt kommt es auf der VR raus. VR hat ja generell auch oft nicht so die, ich sag mal, ganz scharfe Grafik, was das angeht. Wie ist die Grafik jetzt bei Borderlands 2 VR? Also man kennt ja die typische Borderlands-Grafik mit den Strichen und diesem Comic-Stil.
Ja, dieses Cell-Shaded ist das, glaube ich, Genau. daran, ja. Und das ist eigentlich ganz gut. Es sieht auch echt crispy aus. Es sieht schön aus. Ganz, ganz selten hatte ich mal, dass die Texturen erst zu spät sich aufgebaut haben. Und was halt man wirklich sehr, sehr stark merkt, sind, das muss ich mal eben sagen, wenn man travelt, die Ladezeiten sind enorm kurz. Und dann stehe ich halt da und dann baut sich die Welt auf. Und das braucht vielleicht 2 Sekunden, ich dann alle Texturen habe. Aber generell hatte ich wirklich kaum Texturfehler. Und Okay. die Grafik hat mir auch sehr getaugt, muss ich sagen. Also es ist schon cool, so einen erlegten Bullymonk da mal ganz nah zu gehen oder so ein Skeggmaul zu sehen. Das haben sie schon sehr, sehr schön umgesetzt. Und natürlich ist es auch cool, dann mal Sir Hammerlock oder Roland und alle halt wirklich mal in 3D zu sehen. Über Mad Moxie brauchen wir gar nicht zu sprechen. Ich glaube, da habe ich sehr viel Zeit auch verbracht. Also das ist schon echt cool umgesetzt, das muss ich wirklich sagen. Das lässt sich schon echt sehen. Ich weiß, dass die Frage eigentlich fast bei jedem Test-SRVR angeht, weil ich halt immer davon betroffen bin, aber wie sieht es bei dem Spiel mit der Motion Sickness aus? Was meinst du da, wie da die Optionen sind? Da haben sich Gearbox und 2K richtig viele Gedanken gemacht, weil Borderlands halt ein Spiel ist, da kannst du hunderte von Stunden rein investieren, auch wenn die DLCs jetzt nicht dabei sind. Und um dem entgegenzuwirken, dass die Leute schneller motion sick werden, habt ihr auch wieder eine Trilliarde von Einstellungen. Und zwar ist das so, je nachdem, wie schnell ihr euch bewegt oder wie schnell ihr euch umschaut, dann kommt so ein schwarzer Ring, der immer kleiner wird. Das heißt, euer peripheres Sehen wird eingeschränkt, was dadurch ein bisschen Motion Sickness verhindern kann bei vielen Leuten. Und die Option könnt ihr bei ganz vielen. Ihr könnt die beim Autofahren anders stellen, als wenn ihr lauft, als wenn ihr in einem Gunfight seid. Also es gibt wirklich Trilliarden von Einstellungen. Ich muss sagen, ich habe alles rausgenommen, weil ich brauche das nicht. Ich kann es mir aber schon sehr gut als wirklich Erleichterung darstellen. Gerade wenn man sagt, man wird nicht so schnell Motion Sick, dann kann man ja eine Stunde normal spielen. Und wenn man dann weiß, ja gut, ich weiß, ich reagiere jetzt ein bisschen anfällig, dann mache ich es mir halt an und setze den Fokus wieder ran. Also das finde ich wirklich sehr, sehr gelungen. Sehr gut. Bis jetzt sehr, sehr positiv auch alles. Aber was gab es denn noch an negativen Sachen, die du unbedingt loswerden möchtest? An negativen Sachen waren dann halt so viele Kleinigkeiten. Also fangen wir damit an, was mich gestört hat. Es gibt ja diese Sales Machines überall im Pandora, wo ich mir also Munition oder Waffen oder was auch immer holen kann. Und da verkauft man ja auch sehr viel als Vault Hunter einfach. Und wenn du zu nah dran stehst, das Interface kommt halt dann in die Maschine rein. Und das heißt, du siehst es nicht. Okay. Und dann musst du dich immer nach links oder rechts drehen. Oder du gehst halt nochmal raus aus dem Menü, gehst ein bisschen weiter weg, dann ist das wieder in Ordnung. Aber das waren halt öfter Sachen, egal an welcher Maschine ihr seid, das kann halt passieren. Und das ist ein bisschen nervig. Also einfach so Quality of Life Dinger Genau, sozusagen, also ja. es ist halt Jammern auf hohem Niveau, aber Okay. es ist auf Dauer ein bisschen nervig, dann, dass es keine Koop-Möglichkeiten gibt. Also das ist ein ganz, ganz großer Negativpunkt für mich. Und ich glaube auch für viele andere, die Borderlands wirklich lieben und gerne spielen, weil das war halt schon cool an Borderlands 2, dass man übers Network zusammenspielen konnte. Ganz großer Minuspunkt. Und ansonsten, man braucht halt lange, um wirklich die richtige Fortbewegungsmethode zu holen oder zu bekommen, die man gerne möchte. Ah, ich glaube, das liegt aber daran, dass es einfach so viele Optionen gibt. Ja, Also wenn ich mir genau, vorstelle, also dass dann... auf jeden Fall. Aber man muss es halt immer Ja. durchprobieren, wieder ins Menü rein, dann wieder umprobieren. Ansonsten muss ich sagen, habe ich gar nicht so viel auszusetzen, weil es macht halt schon Spaß. Sie haben sich sehr viel Mühe gemacht. Auch wenn ihr VR-Spieler seid, kennt ihr das. Bei einem Shooter und gerade bei einem Ego-Shooter gibt es keinen Zoom. Und da haben sie sich für mich richtig gute Gedanken gemacht. Und zwar, wenn ihr jetzt snipern wollt, dann kommt so ein kleines Rechteck auf. Und zwar droppt die Framezahl in diesem Rechteck auf ungefähr 10 Frames und es ist auch nur 2D, aber ihr könnt scopen und das kennt ihr aus keinem anderen VR-Spiel, zumindest ist mir keiner bekannt, wo das auch funktioniert. Und da sieht man halt, sie haben sich halt schon viel Mühe gemacht, um die ganzen Weapons von ihnen auch nutzen zu können und das ist schon echt cool geworden. Was ihr auch noch dazu habt, weil ihr ja alleine seid, weil es keinen Koop gibt, gibt es die BAMF. Badass. Ach, diese Slow-Motion-Time ist das, Genau. ne? Ja. Das ermöglicht euch, dass halt, dass ihr euch schneller bewegt und alles andere in Zeitlupe geschieht. Das kann euch natürlich den Popo retten, wenn ihr gerade in einem großen Fight seid und ihr seht, dass eure Health runtergeht und euer Shield schon weg ist. Dann könnt ihr so ein paar größere Gegner anhitten, sodass ihr dann am Ende die Second Chance wieder bekommen könnt. Das ist auch eine sehr coole Erneuerung, aber trotzdem hätte man für mich weiterhin den Koop drin behalten können. Dass die DLCs nicht drin sind, schmeckt natürlich auch ein bisschen bitter, gerade weil das Spiel ja trotzdem 50 € kostet. Das ist halt schon ein Brett. Ihr könnt trotzdem hunderte von Stunden machen, weil es auch richtig viele Side-Missions gibt. Und ja, also das sind eigentlich so meine einzigen Kritikpunkte, die ich habe. Und den Aim-Controller. Ich hätte mich echt über den Aim-Controller gefreut.
In Borderlands 2 ist es ja auch so gewesen, dass er manchmal so Cutscenes bekommen hat, die ja halt so erklärt wurden und so, wie es, oder auch die Story näher gebracht haben. Wie sieht es bei der PlayStation VR-Variante aus? Das ist ein großer Minuspunkt, weil die weiterhin 2D sind. Das heißt, wenn ihr gerade in Pandora gegen eine Bande Banditen kämpft, kann es sein, dass der Flint dann auf einmal kommt und ihr werdet aus dieser 3D-Welt in diese 2D-Welt gerissen. Und das ist auch sehr schade. Das fühlt sich auch nach einer verpassten Gelegenheit an. Also, stopp mal, also 2D bedeutet quasi, dass es einfach nur wie so ein Screen vor einem dann Genau. ist. Okay. Es ist wie so ein Cinematic Screen einfach vor allem. Okay. Was ich schade finde, weil ich hätte gern schon dann Minions an mir vorbeifliegen sehen, auch in diesen Cutscenes. Und das ist noch ein bisschen schade in der Tat. Also abschließend, Borderlands 2 VR, womit hast du es bewertet und was sind deine abschließenden Worte für die Leute, die gerne in Pandora möchten oder auch vielleicht auch nicht? Also, ich habe es mit einer 8,5 bewertet. Ich würde es den Leuten empfehlen, sowieso die Borderlands-Fans sind. Die haben es wahrscheinlich schon und befinden sich schon in Pandora. Und ansonsten, wer zum Beispiel Borderlands 1 gespielt hat und für 2 nie Zeit hatte, ideale Möglichkeit, holt es nach. Ihr braucht die DLCs nicht unbedingt dafür und es macht wirklich Bock und es hat man halt auch Ausrede, warum man die ganzen Hunderte von Stunden da wieder rein investieren kann. Ansonsten würde ich sagen, schaut euch vorher vielleicht nochmal einen Trailer zu dem Spiel an, ob der Humor euch zumindest zusagt. Es ist sehr mein Humor, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass er einigen sauer aufstößt, weil er halt schon sehr böse und sarkastisch sein kann. Ich liebe es und ja, ich muss halt sagen, ich liebe die Spielreihe und deswegen war es halt echt eine ganz, ganz tolle, besondere Erfahrung, in Pandora zu sein. Und ich muss auch sagen, ich komme kaum aus Pandora raus. Ich habe jetzt kurz aufgehört, um das Review zu schreiben und das Video hier zu machen. Und ich freue mich eigentlich gleich schon wieder, nicht nur auf Mad Moxie, aber wieder reinzutauchen und ein paar Bandits und Psychos zu killen. Da habt ihr es. Also noch mehr Details auch seht ihr im schriftlichen Review von der Yvonne und wie sonst auch gerne kommentieren, liken und subscriben, hilft uns immer weiter und dann sehen wir uns bei der nächsten Episode. Von daher haut rein. Ciao!